Hallo bei Bauingenieur TV. Nicht nur bei Dülmen, sondern auch bei Datteln und Waltrop werden gerade weitere Abschnitte der B474 in Angriff genommen. Der Planfeststellungsbeschluss für den Abschnitt Datteln ist bereits rechtskräftig. Das Verfahren für den Abschnitt Waltrop läuft noch. Dieser Abschnitt wird einmal am Autobahnkreuz Dortmund-Nordwest enden. Bereits seit Frühjahr 2019 läuft bei Datteln der Bau einer Brücke über den Dortmund-Ems-Kanal. Zurzeit werden die Widerlager erstellt. Die vorgesehene Stabbogenbrücke wird dann auf dem südlichen Ufer entstehen. Da dieses Ufer sehr hoch liegt, kann die Brücke später leicht mit Hilfe von Pontons eingeschoben werden. Nach dem Bau der Fundamente sind nun die Schalungen für die Brückenwiderlage aufgestellt worden. Am nördlichen Ufer liegt das Gelände wesentlich tiefer. Hier muss zunächst eine Rampe und eine Art Vorbrücke gebaut werden. Auch hier sind die Arbeiten bereits weit fortgeschritten. Durch Lärmschutzmaßnahmen wird man versuchen, den Einfluss auf Wohngebiete und Naherholungsgebiet so gering wie möglich zu halten. Hier sieht man die fertigen Widerlager der wahrscheinlich zweizügigen Vorbrücke. Wenn alle Bauarbeiten beendet sind, wird am Ende der Dekade das Münsterland stärker mit dem Ruhrgebiet verknüpft sein. Dann wird man fast ohne Ortsdurchfahrten auf die A2 bzw. die A45 gelangen. Der Standort der Brücke, das Dattelner Meer, ist eine Kreuzung aus Rhein-Herne, Wesel-Datteln und Dortmund-Ems-Kanal. So viel von Bauingenieur TV. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!